Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wieder von diesem Ort, weil ich musste gerade ein Update machen. Keine Ahnung, Steam sagte Update bitte, also habe ich ein Update gemacht. Und das machen wir, habe ich jetzt noch installiert. Ich hoffe, es hat auch einige Grafikpacks mal behoben, dass das Spiel jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Aber wir machen natürlich selbstverständlich weiter im Spiel. Oh, da ist eine Tour. Was verbirgst du von mir? Meine Ausrüstung erhalten. Repetierkomponente. Okay. Was war da? Münzen. Jawohl. Ein Fähigkeitspunkt bekommen. Super. So, was haben wir denn da Schönes? Eine Karte wurde aktualisiert. Okay, jetzt müssen wir da runter. Oh. Ich kann doch schon denken, was wir machen müssen. Das Eimerchen voll mit Wasser machen. Das kann ich mir bestimmt. Ja, bestimmt. Hopsala. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Ja. Mal gucken, was hier ist. Super. Ist da oben noch was? Ne, komm ich nicht lang. Okay. Dann schieb mal, ein kleines Mädchen. Yo. Nein, E drücken. Mann, Mädel, mach doch mal was. Und Lara sprach: Füll dich mit Wasser und schenke uns von deinen Gaben. Lara, du mutiges Mädchen. Geschafft. Ui, ich falle in die Tiefe. Das war's mit Lara. Verdammt. Warum machst du jetzt den Knick nicht an? Warum? Es ist hell genug hier. Boah. Boah, geschafft. Boah. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen?
Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Howie. Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Von da sind wir nicht gekommen. Da kommen wir noch ein bisschen ziffern können. Oh, tatsächlich, hier ist noch was. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Der Eingang ist verschüttet. Hier gibt's nichts. Alles so aufregend mit Lara Kor. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Sei froh. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Tja, das habe ich schon sehen. Gesehen. Oder sehen kommen. Kann Lara nicht die Luft anhalten. Ich dachte, sie kann so etwas. Haben wir es geschafft? Geothermales Tal. So, da bin ich wieder. Jetzt ist das Spiel abgekackt. Also irgendwie... Das ist das echt nervig, was in letzter Zeit los ist. Das kotzt mich echt an. Warum passiert das ausgerechnet mir, wenn ich einen High-End-Rechner habe? Ah. Die Pfeile nehme ich gerne mit. So. Das ist riesig und da oben ist der alte Tempel. Echt schön hier. Müssen wir jetzt da runterrutschen? Dann machen wir das mal. Na super. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Boah, das war knapp. Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist deine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt!
Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nun mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Wow. Kampfvorbereitung. Versuchen Sie das Tal. Okay, machen wir das jetzt mal. Oh, warum klingt die Musik so dramatisch? Ich mag das nicht. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen warnen. Tu, was ich kann. Wir zwei. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Erstmal wir. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Leichenfallspezialist. Handwerksmeister. So. Jetzt haben wir hier das nächste. Ausweichkill. Jawohl. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Upgrades verfügbar für den Bogen. Was haben wir hier? Gewachsene Sehne, Zielgeschwindigkeit, Haltezeit, Schaden. Schaden ist mir immer das Wichtigste. Komputbogen. Was kann der jetzt? Zielgeschwindigkeit. Schussfrequenz. Aber erstmal gucken, was ich noch upgraden kann. Nein, ich kann nur die upgraden. Okay. Was kann ich denn noch machen? Ach, den kann ich noch upgraden. Okay. Ach, das kann ich auch noch machen. Dann mache ich das. Gut. Dann haben wir das auch noch gemacht. Im Inventar so. Ausrüstung. Hier kann ich nichts mehr machen. Doch. So. Und zurück. Das wäre erledigt. Irgendwas, was ich einsammeln kann? Ich grüße Sie. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Ach, nee, will nicht auf eure Karten trampeln. Ist hier irgendwas? Nee. Warte mal, doch, da konnte man runtergehen. Was ist da? Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen? Habe ich eine Sprengladung? Nein, habe ich nicht. Ja, genau. Ich hau jetzt hier. Nee, das bringt so nichts.
haben wir noch hier? Schönes. Eine Hütte vielleicht. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge gest... Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ist hier noch was, was ich benutzen kann? Ist es deren Dorf? Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Wenn sie helfen möchten, sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Okay. Bevor wir hier fertig sind, gehen mir die Nägel aus. Ah, hast du was. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Aaliyah verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Warum? Kann der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Er macht so viele Pfeilspitzen, wie er kann, damit er weiß. Oh, schnell da. Hui. Ein optionales Erfahrungsforderungsgrab. Weil, jawohl. Hallo. Schönes Dörfchen habt ihr hier. Was haben wir denn noch hier alles? Boah, das Lager ist riesig. Ich bin neugierig. Zeig mir mal die Karte an. Hey, was haben wir da? Was ist das hier? Ach man. Da müssen wir hin, okay. Jawohl. Verbunden. Da komme ich nicht durch.
Aber da kann ich durch, oder? Blöde Wölfchen. Ich wollte euch nichts tun. Aber ihr habt mir hier keine Wahl gelassen. Jawohl. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, ein optionales Grab wahrscheinlich. Ich bin fit dafür. Unbekanntes Gebiet, optionales Herausforderungsgrad. Ich bin fit dafür. Da unten muss irgendetwas sein. Nur was? Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Lass mich raten. Du möchtest gerne wissen, was das ist, ne? Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Da ist ein Basislager. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben. Mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen. Zu ihr. So, schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Neue Waffe verfügbar. Repetiergewehr. Aber mir fehlen noch die weiteren Zutaten dafür. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.